Thema Europa und Heimat Europa in diesem Fall interessiert mich sehr. Und deswegen war für mich dieser Grundweg-Workshop eine gute Chance, so einen Austausch mit anderen Leuten von verschiedenen Ländern über dieses Thema zu haben. Für uns in Kroatien ist Heimat gleichzeitig die Freiheit oder das Freiheitskonzept. Und jetzt in der EU, ich glaube, wir haben jetzt eine neue Heimat und ich bin sehr froh und sehr stolz darauf. Meine Heimat ist für mich ist der Ort, wo ich zur Welt kam. Das ist der Ort, wo ich Muttersprache beherrscht habe, wo ich groß geworden bin, wo meine Familie ist. Also für mich Heimat ist natürlich also Italien, das ist das Land, woher ich komme, wo ich geboren bin. Aber für mich Heimat bedeutet auch Europa. Denn genau daraus besteht Europa und dann auch unsere Europäische Union. Das heißt so eine Einheit, aber auch in einer Vielfalt. In unserem Fall für Europa Vielfalt von Sprachen, Religionen, Kulturen. So in 5.000 oder 7.000 Kilometer, wir haben mehrere Sprachen, Länder. Und das ist sicher ein Reichtum, das wir besonders so aufbewahren sollten. Ich finde, dass ich zu Europa gehöre und dass in Europa meine Wurzeln sind, meine Werte sind. Was eigentlich auch normal ist, weil Europa auf gemeinsamen Werten baut und weiterbauen muss. Also während des Grundweg-Workshops Heimat Europa habe ich verschiedene Länder besser kennengelernt. So etwas Neues, manchmal auch ganz neu über verschiedene Länder kennenzulernen und zwar genau von den Personen, von den Leuten, die von diesem Land kommen. Das war schon interessant. Und auch natürlich über dieses Thema Heimat und Europa mit verschiedenen Leuten zu sprechen. Also der ganze Workshop hat mir sehr gut gefallen. Ich bin sehr positiv beeindruckt und im Besonderen davon, dass wir hier eine sehr große Gruppe haben, die von 21 Jahren bis 60 Jahren ist und dass wir hier sozusagen eine kleine Familie geworden sind. Der andere Aspekt ist, dass ich hier viele Leute kennengelernt habe, also die Vertreter von Partnerstädten von Pforzheim und das sind echt nette Leute und über sie habe ich praktisch ihre Länder etwas näher kennengelernt. Es ist gut, dass wir zusammenkommen und uns auch erinnern, was vieles an Gutem in Europa gemacht worden ist und dass wir das weiterarbeiten müssen. Ich wünsche in der Zukunft, für die Zukunft, dass die Türkei auch zur europäischen Gemeinschaft beitreten kann. Für die Zukunft wünsche ich mir eher so eine Europäische Union, die politisch stärker wird und nicht nur also wirtschaftlich in diesem Moment. Ich persönlich freue mich sehr auf den Beitritt und ich hoffe auf eine gute Zukunft, dass wir alle zusammen in Europa zusammenarbeiten werden, sowohl die alten wie die neuen Mitglieder.